Willkommen zurück zu Stick War Legacy. Wir haben noch ein paar Sachen vor uns. 1, 2, 3. Okay, wow. Dann wären wir in dieser Folge fertig. Niemandsland. Die Ureinwohner von Niemandsland sollen Monster gigantischem Ausmaßes sein. Gigantischem Ausmaßes. Ah ja. Okay. So, eine Verteidigungstruppe schon mal. Oh, das meinen die mit gigantisch. Zieht der da eine Figur hinter sich her? Was? Nein, Hilfe! Schnell, Verteidigung! Das war jetzt aber gerade echt knapp. Und da kommt direkt der nächste. Alter, wie kann der so viel Gold haben? Die müssen ja sehr viel kosten, wenn der Magier allein schon 1200 kostet. Ich sollte mal langsam was anderes machen. Nur mit Schwärzern klappt auch, haben wir ja gesehen in der letzten Folge, aber... Nee. Nicht nur Schwärzern. Das ist schon langweilig. Wie viele Minenarbeiter haben wir eigentlich? 2, 4, 6, 7 nur. Okay, kann ich noch einen davon machen. Oh. Attack. Defend. Ich bin mir nicht da ganz sicher, was der da macht. Schnell weg. Oh, Mist. Hat nicht geklappt. Wollte ihn retten. Er war noch so jung. Okay. Noch 2 Bogies. Dann greife ich an. Und los geht's. Attack. Und da kommt direkt der nächste. Schnelle Fußtruppen wieder machen. Ja,
trotz Verstärkung geschafft. Oh. Chest unlocked. Okay. Weiter. Muss ich gleich mal gucken. Riese freigeschaltet. Ah, und diesmal kommt keine Werbung. Ich habe nämlich das WLAN ausgeschaltet. Also, ja. Kommt jetzt keine Werbung. Mal sehen. Vielleicht das mal. Oh, ja. Das vielleicht mal. Ist das hier bei Shop oder wo ist das? Nee. Heute. Oh, cool. Haben wir später vielleicht mal Truhen. Hä, 3? Nee, 4. Wow. Okay. Ja, komm. Kleines Chest Opening. Okay. Also einmal Pfeilregen. Arbeiter, Minenarbeiter arbeiten schneller. Das ist, glaube ich, ein Skin und Juwelen. Okay. Dann das nächste. Oh, Schwertzorn, Verstärkung für ein paar Sekunden. Ein Skin, noch ein Skin und Diamanten. Minenarbeiter, Beschleunigung, Schwertzorn, Beschleunigung oder was auch immer. Noch ein Skin und 10 Dias. Und letzte Chest. Wow. 10 Juwelen, 100 Juwelen. Schwertzorn, Verstärkung und Minenarbeiter, Verstärkung. Okay, haben wir schon einige heute. Build Speed Increase. Also sie bauen schneller ab. Build Cost Decrease. Also sie kosten weniger. User Control Speed. Wenn man sie selber steuert, sind sie schneller. Okay. Da habe ich noch keins. Hier. Ja, okay, es ist alles dasselbe. Eis. Gegnerische Feinde werden verlangsamt. User Control Short Freeze. Also man wird selber verlangsamt. Okay. Dann nehme ich überall Blätter. Oh, 100 und da auch 100. Ah nee, ich lasse es mal erstmal. Okay. Merrick, Heileinheit. Goldrausch, Wut des Schwertzorns. Archidon-Regen, goldener Sperrton. Elite. Und Sperrtons. Griffon der Große, okay. Ja, okay, dann lasse ich es mal so. Fertig. Niemandsland. Ein Hinterhalt. Deine Armee wurde von den Ureinwohnern dieses Landes angegriffen. Verstärkung kommt bei Sonnenuntergang an. Halte bis dahin durch. Überlebe, bis die Sonne untergeht. Okay. Ah, sehen cool aus. Oh, da kommen schon 3. Ja, wir haben ja 4. Oh ja, die kosten jetzt weniger. Vorher 150, jetzt nur noch 135.
Ein Riese? Ernsthaft? Normale Lautstärke. Hat sich ein bisschen laut angehört. Noch ein Riese. Ach komm, ich greife jetzt an. Eigentlich sieht man die Sonne auch gar nicht mehr. Also, der letzte Gegner wahrscheinlich. Und ja. Ah ja, die rennen auf der Stelle. Und da gab es eine kurze Störung. Weiter geht's. Ah ja, die kommen nicht mehr aus ihrem eigenen Gebiet raus. Okay, die hier hinten feiern, aber wieder. Na gut. Du bist der Meister der Überfallabwehr. Du bist der Held des Order Imperiums. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ja, das weiß ich. Burgbogenschützen. Ja, machen wir mal. Ah, ich klicke immer auf das Falsche. Fertig. Okay, jetzt geht's erst ins Eisgebiet. Schon irgendwie komisch, dass irgendwie das Eisgebiet direkt neben der Wüste ist. Eisgebirge. Okay, du hast das Lager der Elite-Anführer des Feindes gefunden. Zerstöre die Elite-Statue. Habe ich nicht auch eins davon? Okay. Sieht aus wie Sperrton. Ach ja, wieder eine Störung. Es tut mir sehr leid für euch, aber kann ich halt nicht ändern. Die greifen inzwischen an. Und ich habe kaum Schutz. Wirklich kaum. Jetzt weiß ich auch, warum die Elite heißen. Alter, ich krieg die ja kaum klein. Hilfe. Die bringen ja noch meinen Mitarbeiter um. Hey. Also wie viel habe ich? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Das haben wir jetzt echt knapp überlebt. Und es sind einige gestorben dabei. Es gibt Drache. Mit ganz vielen Schwertzorns. Der schreit danach. Wir werden die gleich fertig machen. Dauert nicht mehr lange. Muss nur noch eine ganz große Armee aufgebaut werden.
Hier ist wieder einer zu viel. Boah, kann ich schnell hauen. Los, hauen, 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 hauen. So. Jetzt geht zurück. Oh, kann nicht mehr haben. Ja, gut. Hier geblieben. So. Okay. Wie viel haben die? Ah, gar nicht so viel. Gar nicht so viel, muss man sagen. Aber, naja, auf die Größe kommt es auch nicht unbedingt an. Nein, hier geblieben. Na gut, wenn er sich opfern will, dann lassen wir ihn halt. Tschüss. Da ist er, der Letzte. Ab nach vorne mit euch. Ach komm. Warum haben die nicht einfach... Ja, puh, das war knapp. Warum haben sie nicht einfach die Statue fertig gemacht? Deine Feinde haben ihre Ressourcen gesammelt und ihre Armee für ein letztes Gefecht in den Dunkelbergen aufgestellt. Sei vorsichtig, denn sie können noch ein Ass im Ärmel haben. Okay. Es war heute ein bisschen weniger als sonst. Hoppla. Das hier und das hier. Es war ein bisschen weniger als sonst. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten dafür halt ein Loot-Chest-Opening. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein. Tschüss.